Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Urban Assault. Ja, es geht mal wieder weiter und ja. Ich beginne jetzt schon hier. Also mache ich sonst auch immer, aber ich habe das jetzt noch nicht angeschaut. Ich habe es extra noch nicht gestartet, ich denke, es kommt jetzt ein kleines Filmchen. Und ja, dann schauen wir mal rein. Okay, doch kein Filmchen. Und jetzt kommt so. Selbst 1000 Jahre Lob würde nicht ausreichen, um die Dankbarkeit der Menschheit auszudrücken. Falls es ihnen gelingt, die Mykonia hier zu besiegen und sie dann nach Parasite City hinein zu beamen und unseren Planeten zu rechnen. Auftrag, Zentralei ist sehr zufrieden. Mit dem Erreichen dieser Stufe haben sie unsere erste Leistungsvorhersagen bei weitem übertroffen. Aha, Leistungsvorhersagen. Zeigt man sich zusammen? Egal. Wir werden ihre weiteren Aktionen mit Interesse beobachten. Vielleicht können wir noch was dabei lernen. Wahrscheinlich halten zwei starke mekonische bessere Basisstationen diese Region besetzt. Unsere Aufzeichnungen zufolge gibt es vermutlich irgendwo nördlich des Einsatzes Energietechnologie der Resistanz. Energiestationentechnologie der Resistanz. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nächste Haltestelle, Parasite City. Ja, das machen wir noch nicht, das machen wir ganz am Schluss, denn das ist sehr, sehr schwer. Da muss man gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen. Ja, dann beginnen wir mal. Systeme der Basisstation aktiviert. Und wir haben hier oben eine Energiestation. Die wir aber, glaube ich, lieber mal noch nicht groß benutzen. Energiestation. Jetzt zuerst mal wieder. Sogar ganz wenig Energie. Jo, kann sein. Yep. Passt dann ein bisschen sozusagen auf. Noch eine Luftabwehrstellung, denn die sind sehr gut gegen die. Und du bist gerade dazu, unter die Erde zu gehen, das weißt du schon. Ja, dann schießen wir uns mal Sektoren frei. Ich hoffe, der Sound stimmt so ungefähr. Denn ich möchte es nicht zu laut und nicht zu leise machen. Das ist ja schwer zu erinnern. Firefly! Nein, mehr Geschwindigkeit. Habt ihr das gesehen? Vor langsam jetzt. Okay. Das ist gut, denn dieser Firefly, wenn er so schnell schießt, ist erst richtig gut. Jetzt kann ich noch schneller Gebiete erobern und so. Das ist Zeug, das man sonst noch machen muss. Ja, wenn ich diese Energiestation da oben verliere, ist es nicht so schlimm. Im Gegenteil sogar, das ist eigentlich sogar gut. Denn ich brauche die ja nicht. Ich fühle mich nicht sicher, wenn ich von mehreren Seiten angegriffen werde, obwohl der Gegner wahrscheinlich nur von einer Seite angreift. Finde ich doch dann nicht so schlau. Ja, ich muss, wenn ich meine Verteidigungswelle aufgebaut habe, dann sollte es kein Problem mehr darstellen, hier zu gewinnen. Ja, das, was soll ich denn noch sonst zu sagen? Ja, es könnte sein, dass ich bald ein neues Projekt mache, aber was genau das sein wird und so, das werde ich euch noch nicht sagen. Ja, es wird ein gutes Projekt, denke ich mal. Ja, also hier mal ein bisschen Gebiete erobern, denn es heißt auch, wenn wir Gebiete erobern, verlieren die anderen ja Gebiete. Okay, aber sie seien nicht gerade uns die Gebiete zu überlassen. Ja. Gut so. Energiestation verloren. Gut so. Ja, okay, das ist das, was man eigentlich sagen soll. Immer schon eine ganz tolle Energiestation verliert. Mann, wo ist die Technologie-Abrüstungsstation, bitteschön? Oh shit. Einfach tief unten bleiben. Einfach tief unten bleiben. Einfach sterben. Nee, sterben nicht. Komm schon. Oh, bitteschön. Wo ist das? Mann. Okay. Ist noch alles gut. Alles im grünen Bereich. Luftabwehrstellung entwickelt. Haben Scout. Dringend. Mal sehen, ich brauche die Aufrüstung, die ist zu notwendig. Die ist weit geradeaus. Ganz weit. Hier, also zweite rechts, gut, das kann ich dann schön erobern.
Tank. Du bist aus der Station. Firefly. Basisstation wird angegriffen. Könnt ihr mal den Boden hier erobern? Ich meine, es ist doch nicht so schwer, einfach schnell hier eben auf den Boden zu ballern. Gut so. Ja, die Luftabwehrstellung ist zwar noch ein bisschen schwach, es gibt noch viel bessere, aber ja, wenn sie so mit ein wenigen Starken kommen, habe ich da schon alles unter Kontrolle. Was da nicht so schön ist, sind die hier. Aber wir haben hier extra so schnell noch Feuer. Feindlichen Sektor. Beschäftige feindliche Bandits. Oh, da unten ist einer. Sektor erledigt. Erwarte neuen Befehl. Hilfe. Ich sehe sie nicht. So, da unten. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. 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 Die Gegner aufgeschaltet. Du kannst gleich wieder vergessen, ne? Boah, das war ja knapp. So, du. Kommst du mal näher? Danke. Danke, dass sie von CD getötet wurden. Viel Spaß und willkommen bis zum nächsten Mal. Willkommen und bis zum nächsten Mal. Schneller. Ich muss ganz schnell da durch. Rasen. Ach nee. Ja, gut. Hab ne Idee. Mal sehen, ob ich mit dem Lauro was machen kann. Lufteinheiten online. Wie derzeit. Basisstation wird angegriffen. So, bring den noch schnell um. Danke. Warum greifen die mich an? So, die greifen da schön. Feindliche Feiglinge hauen ab. Feindliche Feiglinge. Eingabe erfolgt. Autsch. Ziel geplündert. So, wenn die unter mir sind, dann sind die gleich tot, okay. Gut zu wissen. Setze Kurs auf Boogie. Boom. Betrete heiße Zone. So, hohe Höhe, Höhe, Höhe. Wir haben Feindberührung. Wir haben Feindberührung. Betrete heiße Zone. Wir haben Feindberührung. Höhe. Versenkt. Basisstation wird angegriffen. Betrete heiße Zone. Das ist ein tolles Geräusch. Oh mein Gott. Langsam kommt sie in dem Ort durch, den will. Setze Kurs auf Boogie. So, jetzt. Neue Gebäudetechnologie. Ja, 2 plus, das ist sogar noch besser. Ich glaube, das ist sogar das Beste. Lufteinheit erbittet sofortige Feuerunterstützung. What the? Wir haben Feindberührung. Fuck, war das? Wir haben Feindberührung. Auf oberster Stufe. Ach, wie teuer ist der? Der ist sicher teuer. 1900! Ah, nein, nein. War 1900? Eingabe. Ah, muss noch ein bisschen warten. Wir haben Feindberührung. Wieso laggt das so? Ich schau etwas an. Es hat sogar Geschütztürme. Geschütztürme. Ach, das klingt so dämlich. Aber ist, glaube ich, richtig. So. Wir haben Feindberührung. Feind zerstören. Ich glaube, die wollen die. Nö, nee, wollen sie doch nicht. Dann töten wir mal ein paar. Sie haben Feindberührung. Ja, mit denen kann ich am besten gegen die kämpfen. Es gibt ein Level, da habe ich die ganze Zeit mich durchgekämpft durch die Massen. Das kommt aber erst noch. Denn die können nichts gegen dich machen. Du bist ihnen überlegen.
verschwinden. Seht ihr, wie gut die gegen mich kämpfen können? Ob dieser Vogel hier, der nervt mich ein bisschen. Sagt tot. Klar, es hat nicht nur Vorteile, dass sie so ein Bodenmittel sind in der Luft, aber große Vorteile. Schön und schön und schön. Und ich spreche wieder mal ein bisschen wenig. Mehr als sonst, aber trotzdem wenig. Hier bist du und hier stirbst du nicht. Au, 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 au. Au, 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 au. Feindliche Taurus ziehen sich zurück. Wir haben Feindberührung. Feindliche Taurus ziehen sich zurück. Stürz ab. Genauso wie du. Nein! Der war knapp. Oh, scheiße. Sie haben die Steuerung. Feind zerstören. Wir haben Feindberührung. Oh, habt ihr gesehen, wie schnell die da jetzt wieder neue Sachen bekommen? Und das ist doch geil. So. Sie haben die Steuerung. Jetzt rock ich mal mit ein paar Kollegen ab. Wir haben Feindberührung. Das ist also richtig krass. Bam. Oh, ich muss den Button schon bald beenden. Mann. Ja, also ist krüppelig durch den paar Schüsse. Bei mir hat es ein Schadenmodell. Und zwei. Ein normales und zwei Schaden. Feindliche Taurus ziehen sich zurück. Feind zerstören. Vielleicht machen wir so Spaß. Die einfach so zu töten. Wir haben Feindberührung. Ach, seht ihr, wie die hier so. Ah, sie ist schön. Krepieren. Nur ich muss irgendwie etwas machen, dass es nicht so monoton für euch wird. Feindliche Tambos angegriffen. Der Nachteil ist, man kann mit denen nicht gute Technik machen, mit ganz vielen kleinen, denn die haben ja ganz viele schnelle Schüsse. Die töten mir die schnellen einfach. Schnell, also schnell weg. Feindliche Tambos ziehen sich zurück. Kommt der tot. Wir haben Feindberührung. Genauso wie du. Feind zerstört. Wir haben Feindberührung. Also hier müsst ihr einfach machen. Basisstation wird angegriffen. Feindliche Zielkoordinaten. Luftabwehrstellung entwickelt. Feindliche Taurus ziehen sich zurück. So, dann mache ich hier noch ein paar Tiger. Sie haben die Steuerung. Feind zerstört. Wir haben Feindberührung. Da kommt wieder mal eine kleine Armee. Schön, damit man die töten kann. Feind zerstört. Ach, seht ihr, wie schön die Krebschen. Feindliche Kleinen, die nerven. Feindliche Zielkoordinaten erfasst.
Auf die kleinen Nerven, das musst du. Sterben. Sterben! Feind zerstört. Treffer. Versenkt. Treffer. Versenkt. Oh Mann. Auch du hast ab. Feind zerstört. Fertig gespielt. Was glaube ich, brauchst du? Feind zerstört. Next Generation. Feindliche Zielkoordinaten erfasst. Feindliche Tangos. Feind zerstört. Seht ihr das? Das ist das. Und dann haben wir hier noch einen. Und da hat er gerade einen gehabt, den meine Kollegen verdient haben. Ach Mann. Da geht es nicht immer so schön leicht. Ach komm, ich dann dran. Und tot. Nicht getroffen. Getroffen. Vernichtet. Oh Mann. Feindliche Tangos angegriffen. Ach so, das ist die Bombe gewesen. Gegner ausgeschaltet. Feindliche Tangos zu sehen. So, die Tangos zum Krepieren. Feind zerstört. Dann sag ich jetzt, ich beende den Part und bis zum nächsten Mal. Leute, ciao.